das ganze Links-Rechts steht sowieso irgendwie am Kopf, es stimmt da nichts mehr, oder? Nee. Also in deinem Metier sagt man doch eher, die Künstler, die Kabarettisten, die Schauspieler sind eher links zu verorten. So. Normal, natürlich. Und dann müssten sie sich doch eigentlich gegen Autorität und autoritäre Maßnahmen wenden, so verstehe ich links. Und da kommt ja nichts. Nein, kommt nichts. Ja. Woher das kommt, weiß ich nicht, aber es ist wahrscheinlich eine lange Entwicklung. Ja. Vielleicht hilft uns ein bisschen da der polnische Soziologe und Psychologe Piotr Strzniewski, der in Amerika im Exil lebt, mit seiner Golfballtheorie. Und zwar, man muss das sogar einen Nobelpreis bekommen dafür. Ja, es könnte aber auch sein, dass es den gar nicht gibt und ich das jetzt erfunden habe. Aber das ist dahingestellt. Es kommt nur gut an, wenn man sich auf jemanden... Der Name klingt sehr professionell. Der klingt sehr professionell. Ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Wie nehmen wir die Welt wahr? Ja, ich bin das Zentrum des Universums. Immer. Ja, weil ich kann nur das, was mir meine Sinne liefern, meine Augen, meine Ohren, mein Gehirn dann umrechnet, in eine Realität verwandeln. Das wissen wir mittlerweile. Ja. Und wenn jetzt ein Objekt oder ein Ereignis, ein Phänomen oder nur eine Information, die ich erhalte, jetzt wie ein Golfball im Raum steht, jetzt habe ich da ist eine schöne Kamera, ja, dann sieht man da einen Golfball mit roten Punkten. Ja. Wenn ich auf der anderen Seite stehe, ist es ein Golfball mit blauen Punkten. Ja. Und je nachdem, auf welcher Seite du stehst, ist es etwas anderes für dich. Ja. Und jetzt müsste man, wenn man klug wäre, sich bewegen um den Golfball. Die ganze Zeit in Bewegung sein, um zu schauen, hey, Moment, da sind ja sogar Striche oben, das sind grüne Punkte, oh, schwarze Punkte auch. Ja. Ah, das ist ja gar nicht so. Ja. Und den Fehler, den wir jetzt alle miteinander machen, ist, um zu erfahren, was der Golfball ist, gehen wir immer näher ran. Also wir gehen nicht weg, sondern wir bewegen uns immer tiefer hinein, ja, bis wir dann, so ein Golfball, das sind so rote Mulden, sind ja das, ja, bis wir in diesen Mulden dann drinnen verschwinden, dann ist rundherum alles rot, das ist dann der Schützengraben und da sitzen alle anderen, die auch rot gesehen haben, auch drinnen und dann ist die Behauptung im Raum, es ist alles rot. Und das, wie kommen wir aber aus dem raus? Das heißt, ich muss meinen Standort in Wirklichkeit einmal für mich definieren, wo stehe ich überhaupt, warum stehe ich dort, wo ich stehe. Und ich habe das unbewusst so gemacht, das war eigentlich für mich war das fast ein Glück, ich habe einmal Borreliose gehabt, kennst du das? Ja, das ist eigentlich was ziemlich Lästiges. Ja. Ja, und ich hatte zwar vor 7, 8 Jahren war das, glaube ich, und war die Diagnose da und ich habe dann zwei Möglichkeiten gehabt. Möglichkeit A ist, ich nehme jetzt ein halbes Jahr Antibiotika oder Möglichkeit B durch Zufall, weil ich ihn kennengelernt habe, der gesagt, du musst deinen Körper nur entgiften. Und wenn dein Körpermilieu sauber ist, wenn dein Immunsystem wieder gut funktioniert, werden die auch weg sein, weil sie finden keinen Platz in dir. Ja? Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden und habe dann wirklich, also 1,5 Jahre durch eine Entgiftungskur extrem mit meinem Körper und mit dem, was ich bin, beschäftigt. Ja. Und seitdem sehe ich mich auch als etwas anderes. Ja. Ich bin in Wirklichkeit, wenn man sich mein Blut ansieht und dein Blut und unser Blut, ich bin ein ständig in Bewegung befindlicher Prozess. Da lebt wahnsinnig viel in mir. Das ist ständig in Bewegung, das tauscht sich aus, da stirbt was in mir, da findet sich etwas. Unglaublich viele Kleinstlebewesen leben in mir. Das bin eigentlich jetzt ich auf der rein materiellen Ebene. Ja. Und offenbar wird dann für mich beschlossen, habe ich ein Leben oder bin ich ein Leben? Und ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich sage, ich bin einfach ein Leben. Ich bin Leben, das leben will, inmitten von anderem Leben, das auch leben will. Und dann nimmt man die Welt auch anders wahr.